Heroische Musik hier bei Tomb Raider Underworld. Ja, weiter geht's. Ah! Was tue ich hier? Weiter geht's, wollte ich sagen. Da unten ist eine bodenlose Schlucht, ne? Beziehungsweise ein harter Boden. Harter Bodenschlucht. Und, wir machen jetzt weiter hier bei Tomb Raider Underworld. Warum sage ich das nochmal? Ich weiß nicht. Hey! Jo, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, die Garden of Eden gefunden. Ne, Thor zumindest, der jetzt scheinbar seinen anderen Gauntlet, also seinen anderen Handschuh hier versteckt hatte. Der jetzt aber geklaut wurde. Und irgendwie steckt unser Vater hier mit drin, ja, weil seine Initialen da waren. Und Lara hat jetzt einen Verdacht. Ich habe eigentlich auch einen Verdacht, wo wahrscheinlich jetzt der Dings sein könnte hier, der Handschuh. Ich sag mal nur nichts. Beziehungsweise, eigentlich kann ich es ja schon sagen, ne? Wahrscheinlich dann im, in der Croft Manor, würde ich mal behaupten, ne? Weil, ich meine, das ist ja sowieso so ein bisschen, deren Familie ist ja schon so ein bisschen adelig, ne? Wenn dann die, Eltern und Großeltern vielleicht auch schon gewohnt haben. Naja, ich muss jetzt erstmal da irgendwie drüben hinkommen und ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß, ich sehe diese Klettereinlagen hier mit der geilen Steuerung und denke mir nur so, oh Gott. Ja. Das sehe nämlich erstmal das hier. Ich war schon tot, bevor ich unten war. Habt ihr das gesehen? Da war meine Anzeige oben links. Die war rot. Ich glaube, ich bin nämlich einmal an dem Stein, habe ich mal kurz die Kante geknutscht, ja. Ob jetzt nochmal eine Cutscene oder so ein Scheiß? Nee, ne? Gut. Achso, ich kann hier einfach runter, sehe ich gerade. Oh. Okay. Hat das auch, warum leuchtet das alles blau? Nur weil ich meinen Handschuh an habe oder kann ich hier irgendwas bewegen? Ich kann tatsächlich was bewegen hier. Oh. ach so. Ich kann bestimmt jetzt die ganze. Ja. Okay. Das muss ich mir nochmal überlegen. Aha. War da der Ausgang? Nee. Da oben. Mir nochmal überlegen, sage ich deswegen, weil ich jetzt gar nicht weiß, wie ich da drüber bringen soll, weil ich ja quasi hier, ne? Na gut, ich kann ja über die. Wenn das Wort. Hier. Ne, ich muss in der Mitte sein, okay. Das ist jetzt natürlich doof, ne? Vielleicht komme ich da drüben jetzt schon irgendwo hin. Nee. Ja, da unten komme ich nämlich rauf jetzt. Sehr schön. Beziehungsweise, ja. Okay, es hat funktioniert. Sehr schön. Könnte ich theoretisch auch bewegen. Bisschen Wallriden hier. Hui. Bin ich doch schon hier. Aber bringt mir auch nicht allzu viel. Oh, oder lol, oder kann ich jetzt einfach. Warte mal, das muss ich doch gerade nochmal testen. Nee. Kann ich nicht ziehen. Ich bin ja auch nicht in der Nähe. Machst du wieder? Ups. Hui! Hui! Ich stecke in der Wand. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Ich kann. Achso, lol. Aber ich kann, Wow. Das Ding jetzt halt nicht bewegen. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich bezweifle, dass das jetzt nur für den Ausgang irgendwie gedacht ist. Nur für das Secret meine ich. Ich denke, das ist auch für den Ausgang gedacht. So, das wollte ich sagen. Weil ich ja da jetzt irgendwie hinkommen muss. Das verstehe ich nicht. Wie kann ich das Ding drehen? Da unten ist ein Loch. Das wird nicht funktionieren. Sorry. Ah. Ich hab kurz mein Auge gekratzt. Ich bin hart wie verwirrt, ernsthaft. Gott, wie lange das geht. Ich versuche noch weiter nach rechts zu laufen, da wird aber nicht viel bei passieren. Hey! Ich bin verwirrt. Versteck mich jetzt hier hinter. Tschüss. Tschüss.
Ne, keine Ahnung. Wow. Okay. Kann ich da in einer anderen Richtung irgendwas mit anfangen? Warte mal, ich will mal gucken, ob ich da in einer anderen Richtung vielleicht was... Ich hab A gedrückt und dann ist es einfach abgefallen. Vielleicht kann ich in einer anderen Richtung was machen. Wartet. Das Ding ist sogar noch hier hin. Das Ding ist hier hin, ja. Genau. Das Secret noch da, noch weg, meine ich. Ja. Vielleicht. Jetzt aber mal so hinschiebe. Kann ich ja vielleicht von der anderen Seite da irgendwas machen. Ich komme gar nicht auf die andere Seite. Das ist doof. Aber vielleicht oben drüber. Oder einfach. Ich hatte gehofft, man kann sich da vielleicht dranhangeln. Och man. Ich will mich das Spiel. Oh. Scheiße. Jetzt will ich das Spiel aber einfach nur leiden sehen hier. Mann, jetzt mach was. Leon, jetzt sei klug. Nutz dein Brain. Ja, schon spät am Abend. Ich will nicht mehr. Ich meine, der mit dem in die andere Richtung drehen, das ist schon mal klug. Ich kann mich doch von oben wieder fallen lassen, ich Idiot. Warte mal. Aber nee, so ist das ja wieder standardmäßig hier, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Ist das nervig. Es ist ja quasi wieder am Eingang, ja. Nee, ernsthaft? Ich verstehe das jetzt gerade überhaupt nicht. Hä? Wie soll ich das Ding denn drehen? Ich kann nur von links nach rechts ein paar Meter bewegen. Das war's dann. Da kann ich nichts machen. Da unten ist Dead End. Dead Adam. Muss ich da irgendwie weiterkommen? Aber das tue ich ja nicht. Komplette Verwirrung gerade. Ernsthaft? Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Die Richtung kommt mir schon mal sympathischer vor, weil da kann ich zumindest das schon mal auf die linke Seite. Ich verstehe das Problem, ne? Ich kann ja nicht weiter nach rechts jetzt, weil da ist ein Loch. Ein Abgrund. Da würde ich runterfallen, wenn ich da weiter schieben würde, wenn ich es auch könnte. Und ich kann auch nicht irgendwie hier jetzt schieben, dass es wenigstens noch ein paar Meter weiter rüberkommt. Das geht nicht. Sorry. Wäre auch ein bisschen schade, aber es geht nicht. Allein, dass ich hier in der Mitte so einen komischen Punkt habe, ne? Hat wohl nichts zu bedeuten haben. Hey, what the hell? Ich hasse mein Leben. As if. Okay. Ja. Das ist ein bisschen gemein. Okay. Ja. Okay, dann komme ich natürlich auch wieder zurück. Kann jetzt vor. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Kackspiel. Bisschen jetzt. Okay. Ich mache Fehler. Ich mache viele Fehler. Weil ich nervös werde und weil ich keinen Bock mehr habe. Ich habe einen Haarmund. Ich flipp gleich aus, Mann. Ja, mach doch so, ey, Lara, ist mir doch egal. Der Sprung, Alter. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Als ob jetzt auf einmal. Was war das denn? Oh, ich will gerade alle Tasten drücken. Das Ding war doch verschoben, das habe ich doch gesehen. Das war nicht verschoben, ich bin so ein Spasti. Oh Mann, jetzt. Alter, jetzt wird's aber. Jetzt werde ich ein bisschen nervös, Alter. Jetzt hänge ich seit 10 Minuten hier in diesem Raum, ey. Das kann vielleicht nicht wahr sein.
So. Nach rechts schieben, bitte. Danke. Dann möchte ich es ganz gerne... Ja, wenn ich es hier bis ans Ende schiebe, dann dürfte ich eigentlich auf der anderen Seite wieder anfangen können. So, rüber. Springen. Wallride. Springen. Das Ding ziehen. Was ich hier einfach nicht gesehen habe, dass man das Ding hier ziehen kann. Habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. So, dann ist natürlich jetzt die Frage, ja, wie gut die Kamera in dem Spiel ist. Antwort, sie ist sehr schlecht. Ist das so, mache ich mal. Dann gehe ich hier rum. Dann schiebe ich den lieber noch mal ein paar Meterchen weiter. So weit, wie es geht. Damit ich da auf jeden Fall auch auf die Wand, an die Wand komme. So, dann kann ich ja die Seite benutzen hier wieder. Muss ja gar nicht auf der anderen Seite. Das war mein Fehler eben, ja. Auch ich mache mal Fehler. Ah, und jetzt kann ich hier drehen, okay. Sehr gut. So, jetzt komme ich vermutlich bis zur anderen Seite. Oder halt auch nicht. Doch. Achso, da ist ja schon das Ziel. Okay. Never mind. Ich dachte halt, ich muss eigentlich noch ein bisschen weiter, aber okay. Aber nee, stimmt, macht Sinn. So, die Secrets da rechts auf die Scheiße gekonnt. Hätte ich gleich am Anfang hoch muss, dann hätte ich den da, glaube ich, gekriegt. Aber hey. Gott. Sind wir in der Batcave oder was? Sind die gleich Batman und Robin, die auf mich warten? Und Alfred. Heißt mein Butler nicht auch Alfred? And I am Thor no longer, it seems. I wonder how he charged it up again. Hm. Vielleicht einen neuen Akku reingetan. Und neue Batterien. Aber übrigens gerade ein komischer Grafikbug, als die Cutscene losging. Hatte ich schon ein bisschen Angst, dass das Spiel jetzt abkackt. Geht doch alle weg hier, danke. Hey, jetzt muss man das vor öfter benutzen hier. Ups. Muss man das vor öfter benutzen hier. Kann ich einfach hier ein bisschen... Ach! Okay, wartet mal. Ich habe einen Plan. Nee, das war nicht mein Plan. Das war mein Plan. So. Ja, der Sprung war sexy, aber es hat nicht ganz gereicht. Komm ich da jetzt gescheit rüber? Oh Mann, ey. Ja, genau das wollte ich. Oh, jetzt bin ich aber schön weit. Ey, das funktioniert nicht. Ich hasse es. Ich will das aber so machen. Pass mal auf, ich habe jetzt den narrensicheren Plan. Ja, einfach gleich abspringen. Oh, nee, das will ich gar nicht hier. Okay, hier ist eh dicht, merke ich gerade. Es war völlig unnötig, hier lang zu gehen. Nein, Scherz. So, Ding fährt runter. Ja, wusste ich es doch. Bitte nicht zeitlich bedingt. Achso. Bei zeitlichen Geschichten bin ich immer ein bisschen kacke. Ja, das merkt man nämlich gerade schon. Da kann wieder wie eine Meerjungfrau hier lang. Wartet. Dann brauche ich mal wieder Luft. Also ich habe eigentlich noch mehr als genug, aber trotzdem. Das sieht schön aus hier unten. Doch, doch. Das Spiel sieht doch schon ganz schön aus eigentlich. Für die doch eher comichafte Grafik und so, ne? Ist nicht Cell-Shading, aber halt eher comichaft. Das denn ist einfach nur eine Fototextur. Das hingegen ist dann wieder ein bisschen lame. Das denn, ne? Das ist halt... Wenn es halt 1000 Meter weg wäre, dann okay. Aber das ist halt echt nicht weit. Find anything? There was a map, but Father destroyed it. Well, the acorn certainly didn't fall very far from the tree. He did it deliberately, to keep the information from Natla. But I'm sure he recorded everything first, and what's more, he found Thor's other gauntlet. Where'd he put it? Right under your nose. Thank you.
Craftmana! Sag ich doch. My father stripped Bogardi of artifacts and destroyed any information that might have led to Helheim. But he left behind a clue that only I would be able to understand. He must have discovered something very dangerous to destroy such an important ecological site. Casual jungle shorts, jungle pants, oh. Pants sind natürlich schon irgendwie interessant, aber wir machen mal casual jetzt. So, wollen wir eine Shotgun nehmen? Wir sind bestimmt böse Gegner. Nee, keine Ahnung. Tranquilizer. Pff. Shotgun. So. Los geht's. My apologies, Lady Croft, but I have not tended to the crypt. Why didn't you ever tell us this was down here? Yeah. I wish I still didn't know. You know what? I'll wait up here. I did warn you that playing your music so loud could wake the dead. Natürlich. Oh, ich bin schon unten, okay. Hä? Oder nicht? Hä? Bin ich hier? Wo bin ich? Wo bin ich hier jetzt genau? Und von oben sehe ich wenig. SF, ey. Sehe mich gerade an eine Stelle aus Half-Life 2. Wo man auch irgendwie so weit unten ist und dann irgendwie auch hier so ein Minenschächten durchgeht. Half-Life 2, meine Freunde, ne? Da könnte ich wieder stundenlang darüber erzählen, wie großartig Half-Life 2 ist und wie wichtig Half-Life 2 ist und warum Half-Life 2 der beste Ego-Shooter aller Zeiten ist. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich würde gerne hier kaputt machen. Danke. Okay. Das sind die Secret-Kisten. Ich hab's gecheckt. So gut, dass ich mir Casual angezogen habe, ne? Ich meine, hier ist dreckig, da brauche ich auch lange Kleidung. Naja. Und sehen kann man immer noch mehr als genug. So, kann ich darauf klettern hier so? Tatsächlich. Cool. Brauche ich das? Nö. Dreh mich wieder um. Rülpsen musste ich gerade. Habt ihr nicht gemerkt, ne? Boah, irgendwie kommt der Lobby noch mehr gleich. Als ob hier halt unter Craftmana so eine ganze Stadt geführt ist, Alter. Macht fucking Sinn. Gut, wir konnten den Anfang ja sehen, ne? Vielleicht ist er hier schon irgendwie 3 Kilometer weiter weg, ne? Dann macht es vielleicht noch so halbwegs Sinn. Ach, aber Tomb Raider ist schon, ne? Das muss man storytechnisch und so nicht mal alles zu ernst nehmen. Geht halt primär ums Gameplay. Was leider dem Spiel mitunter ein bisschen nervig sein kann. Irgendwie gehe ich in der letzten Zeit echt auf meine Aufnahmen. Ich nehme mal erst spät abends auf. Ah. So. Da ist ein Secret, zu dem ich vielleicht sogar hinkomme. Aber ich weiß noch nicht so ganz. Brrr. Ich habe das Gefühl, dieser Sound von dem Secret ist einfach 10-mal lauter als der Rest des Spiels. Komm. Oh, das wollte ich nicht. Nein. Ich wollte manuell zielen. Manuell zielen wollte ich. Ah, ja, ja. Okay, springt das aber ran. Ha! Funktioniert, sehr schön. Ding bricht, glaube ich, auch gleich ab. Wenn es so nach unten sich neigt. Alter, als ob hier noch ein Secret ist. Ich bin aber der Secret Finder of the Doom. Und der Dyer of the Doom bin ich auch. Ah, ich hoffe, ich spawne jetzt wieder hin und hab trotzdem die Secrets. Das wäre cool. Okay, das Spiel ist cool. Danke! So, wo kann ich denn so lang? Ich kann ja noch ein Schrittchen runtergehen. Ihr wisst gerade, soeben meine Nase auf einmal dicht geworden. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Eben gerade war sie noch frei. Damn your nose! Ich finde hier viele Secrets, das gefällt mir. Top Secret! Woo! Ein Secret, Andy!
Warum sage ich das überhaupt, dein Secret, Andy? Ihr versteht den Insider wahrscheinlich eh nicht und die Chance, dass Andy dieses Video sieht, ist ungefähr 0,1%. Denn Andy ist ein scheiß Wichser. Ich muss Andy sagen, dass er dieses Video gucken soll. Da ist ein Schall da. Hui! Was tut dieser Schall, der? Wir werden es nie erfahren. Ich wollte mich gerade schon beschweren, warum brennt hier eine Fackel? Hier war seit 10.000 Jahren niemand mehr unten. Aber sie geht an, wenn ich den Schalter betätige. Macht sogar noch weniger Sinn. Heide Witzka. Okay, kann ich da irgendwie das Ding umkippen oder sowas? Nö, aber hier ist ein Raum. Ja. Ja. Ich habe Abitur, meine Freunde, ne? Wir erinnern uns, was eben gerade passiert ist. Nee. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist kleiner als ein Fliegenhaufen. Aber Freunde, ich würde sagen, das war eh Tomb Raider Underworld für heute. Die Folge ist eigentlich wieder, neigt sich dem Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, es gefallen und ich will wieder coole Stunts machen. Wenn irgendwann anfängt A zu rücken, dann macht sie halt so komische Superstunts hier. Ui! Ja, das Spiel ist wirklich klein. Wenn man die ganze Zeit B drückt, dann passiert das hier. Wenn man halt nach der Rolle A drückt, dann macht sie diesen komischen Salto. Wenn man halt während der ganzen Rollen irgendwann wechselt auf A, machst du diesen super hohen Jump da. Ich glaube, den hat sie bei B jetzt nicht gemacht, oder? Muss man mal überprüfen. Obwohl, doch, eigentlich schon. Aber es sah ein bisschen anders aus. Keine Ahnung, das kann man dann bestimmt irgendwie noch mit Rennen oder so kombinieren oder so. Das ist halt irgendwie, das ist halt, man braucht es nicht. Die ganzen Optionen, die man hier hat mit Sprung und irgendwelche Techniken, aber es ist halt schön anzusehen. Achso, und das mache ich halt, diesen Dive-Jump mache ich halt immer, wenn ich in der Luft quasi B drücke. Ui! Macht halt den, diese Rolle in der Luft. Dann kann man schöne Körper machen ins Wasser. Und man rollt sich ab und kriegt weniger Schaden. Hey! Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!